Hallo. Leider hat mein alter K4 Hochdruckreiniger nach der letzten Reinigungssession den Geist aufgegeben. Ich habe dann lange überlegt, was ich machen soll und habe mich für das Spitzenmodell, den K7 Hochdruckreiniger von Kärcher entschieden. Dieses Video ist etwas länger als die Videos, die ich sonst mache, aber ich verspreche Ihnen, dass jede Minute lohnt. Viel Spaß dabei! Der K7 ist mit einem maximalen Druck von 180 bar und einer Fördermenge von 600 Litern pro Stunde nicht nur der stärkste Hochdruckreiniger der Serie, sondern mit knapp 17 Kilogramm auch der schwerste. Zum Vergleich habe ich in einem meiner letzten Videos ja bereits den K2 vorgestellt, der gerade mal 3,5 Kilo auf die Waage bringt. Da ist der K7 ein ganz anderes Kaliber. Aber er deckt auch den kompletten Einsatzbereich für einen Hochdruckreiniger ab und auch sein Preis ist entsprechend höher. Über die Links unter dem Video finden Sie diesen wie immer bei Amazon, wo es immer wieder Sonderaktionen zu dem Produkt gibt. Nach dem Öffnen des Kartons findet man als erstes die Bedienungsanleitung und die anderen Dokumente. Neben einem kleinen Netz, das später zur Abdeckung des Stauraums dient, sieht man den Flächenreiniger T450. Im vorhergehenden Video habe ich schon den Flächenreiniger T-Razor T7 Plus getestet. Der T450 ist sein Vorgänger. Mal sehen, wer von den beiden sich in Verbindung mit dem K7 besser schlägt. Aber ich glaube, ich kenne die Antwort schon. Als weiteres Highlight ist das 3-in-1 Strahlrohr und eine der bekannten Verlängerungen dafür im Lieferumfang enthalten. Und von den Anschlussverschraubungen für den Wasserschlauch kann man ja eh nie genug haben. Ein Liter des speziellen Reinigungsmittels von Kärcher für Steinböden ist auch noch mit dabei. Aber nun kommen wir endlich zum K7 und können sein nicht unerhebliches Gewicht zum ersten Mal in den Händen halten. Beeindruckend und vor allem schwer. Zu guter Letzt noch die Plus Power Pistole, auf die ich gleich bei der Kopplung näher eingehe. Das Netz für die Stauraumabdeckung zu montieren ist etwas fummelig, aber wenn es erledigt ist, hat man einen perfekten Ort, um die Anschlussleitung zu verstauen und braucht dieses nicht wie üblich, um das Gerät zu wickeln. Für mich war die Schlauchtrommel mit ihren 10 Metern Hochdruckschlauch ein entscheidender Kaufgrund für diese Ausführung. Vorbei die Zeiten, in der es immer eine Qual war, den Schlauch richtig zu verstauen. Und durch die 10 Meter Schlauchlänge ist man auch nicht mehr gezwungen, den Hochdruckreiniger ständig hinter sich herzuziehen. Der Koffergriff ist mit seinen Metallstangen massiv ausgeführt. So lässt sich der Hochdruckreiniger bequem platzieren, solange man ihn nicht in ein anderes Stockwerk tragen muss. Die Pistole besitzt eine Arretierung für den Hochdruckschlauch, welche beim Einstecken gedrückt werden muss. Dies erfordert etwas Geduld, bis die genaue Position gefunden ist. Aber dann hält sie den Schlauch bombenfest. Mit dem von Kärcher bekannten Bajonettsystem kann auch das 3-in-1 Strahlrohr mit der Verlängerung verbunden werden und findet seinen Platz im Kärcher. An dem Flächenreiniger T450 kann mit beiden Fußschaltern zwischen dem Kanten- und Flächenmodus umgeschaltet werden. Ein Gitter schützt das Gestänge mit den Düsen vor aufwirbelnden Steinen und die zusätzliche vordere Düse sorgt für eine saubere Kante. Mittels des Drehknopfes wird die Entfernung zum Untergrund eingestellt. Allerdings vermisst man bei ihm die äußere Düse, die ein Merkmal des T-Razor T7 Plus ist. Um die Pistole mit dem Kärcher zu koppeln, muss als erstes die Spannung hergestellt werden. Er braucht nicht eingeschaltet zu werden, die Grundspannung ist dafür ausreichend. Die aufgeklebte Kurzanleitung für die Kopplung muss entfernt werden und die beiden Batterien sind bereits eingelegt. Durch ein 5 Sekunden langes Drücken der Plus- und Minus-Taste wird der Vorgang gestartet und die großen Funktionssymbole erscheinen im Display. Mit den Tasten kann die Leistung eingestellt werden und es ist zu hören, wie der Elektronik im Kärcher anfängt zu arbeiten.
Der 3-in-1 besitzt die Strahlarten für normale Strahlen mit Zumischung bei eingesetztem Reinigungsmittel und die Dreckfräse, welche mit Bedacht eingesetzt werden sollte, um nicht zu zerstören. Jetzt starte ich den ersten Einsatz an unserem Pflasterstein vor dem Haus mit dem mitgelieferten Flächenreiniger. Am Anfang erschien mir die versprochene Leistung nicht zu berauschen, bis ich dann feststellte, dass ich nicht den Flächenmodus, sondern den Kantenmodus aktiviert hatte. Nach der korrekten Umschaltung trat dann auch der versprochene Luftkissen-Effekt mit aller Power ein und der Reinigungsspaß konnte beginnen. Auch dieses Gerät benötigt eine Bedienung. Will sagen, ohne körperlichen Einsatz geht es nicht. Und wer ein gutes Resultat erwartet, muss sich auch entsprechend Mühe geben und genau arbeiten. Bei einer großen Fläche kommt dann auch noch der Faktor Zeit hinzu. Wenn aber alle Faktoren im richtigen Verhältnis vorhanden sind und die Motivation stimmt, steht dem Erfolg auch nichts im Weg. Der Flächenreiniger reinigt nicht nur die Oberfläche der Steine, sondern beseitigt auch Gras und Moos aus den Fugen, so dass alles schön sauber ist. Der ausgeschwemmte Unrat muss natürlich nach der Reinigung vom Pflaster gespritzt werden, sonst wäre die Arbeit nicht komplett gemacht. Dies geht am besten in der kleinsten Sprühleistung mit dem Flächenstrahl, der wie ein Besen alles zusammenspritzt. Wie schön es doch ist, anderen Leuten bei der Arbeit zuzusehen, nicht wahr? Der Kärcher K7 hat eine Fördermenge von 600 Litern Wasser pro Stunde. Und die wollen natürlich irgendwo hin. Dazu sollte während aller Arbeit immer ein sicherer Ablauf des Schmutzwassers gewährleistet sein. Und mögliche Verstopfungen, die durch groben Schmutz entstehen, beseitigt werden. Für hartnäckige Verschmutzung muss auch nicht immer auf die Power der Dreckfräse zurückgegriffen werden. Oft reicht, wie in diesem Fall, die Sprühdüse mit großer Leistung voll und ganz aus, um Dreck und selbst Flechten zu entfernen. Die Arbeit hat sich gelohnt und das erste Ergebnis kann sich wirklich sehen lassen. Auch mein Mähroboter schien neugierig zu sein, was den neuen Hochdruckreiniger angeht, denn stets hat er die Nähe zu den Filmaufnahmen gesucht. Hinter unserem Haus befindet sich ein Mosaik im Pflaster, dessen Fugen immer wieder stark mit Moos bewachsen sind. Aber auch das ist keine wirkliche Herausforderung für den Kasim. Es gibt sicherlich keine einfachere Art, um für Ordnung zu sorgen in diesem Bereich als mit diesem Gerät. Um die Funktionsweise des Flächenreinigers anschaulich zu demonstrieren, habe ich hier die rotierenden Düsen in Zeitlupe gefilmt. Und in Slow Motion wird die Power noch eher sichtbar als bei dem normalen Handling. Noch etwas habe ich kennengelernt, auf das man beim Einsatz eines Hochdruckreinigers nicht verzichten sollte. Gummistiefel. Denn wer will schon diesen Dreck auf normalen Schuhen haben, beziehungsweise ihn davon entfernen müssen? Meine Wahl dazu habe ich Ihnen unten unter dem Video verlinkt. Zu guter Letzt hier noch ein anderer Bereich neben unserem Haus, bei dem ebenfalls eine Grundreinigung vonnöten war. Hier habe ich dann auch mal den T450 Flächenreiniger gegen den T-Razer T7 Plus ausgetauscht,
was aber bei der Flächenreinigung in diesem Moment keinen wirklichen Unterschied gemacht hat. So, damit wäre ich für heute am Ende. Wie immer hoffe ich, dass Ihnen das Video gefallen hat und Ihre Kaufentscheidung erleichtern konnte. Ich freue mich auf eine gute Bewertung und ein Abo. Und auf das nächste Mal, wenn wieder etwas unklar sein sollte.